Hallo liebe Freunde, wir sind wieder zurück. Jo, heute wollen wir eine Runde versklaven. Eine große Runde. Sag mal alle Hallo. Hallihallo. So, wir wollen auf jeden Fall das große Rad aufbauen. Ja, das haben wir uns einmal schon mal ganz kurz angeguckt. So, wir haben uns gedacht, wir stellen das hier so schön hin. Und später kommt dann noch die Zuchtmeisterin, heißt das, ja? Ja, die ist mit Namen, das ist mit der Stufe 4. Ja, die soll denn da später rauf. So, da steht es. Sehr schick. Ja, hat schon was, ne? Ja. Schade, dass man hier nicht hoch kann. Oder? Ja, nee? das fand ich auch schade. Schade, schade. So. Klausi, kommst du? Ja, ich habe bloß nochmal schnell Steine nachgefüllt. Okay. Ich hab jetzt mal hier die Stufe 3 ansetzen, damit da auch was passiert. Wo ist er? Ach, da oben. Da oben. Ah. Habt ihr mir schon einen Knüppel und ein Seil gemacht? Liegt in der Kiste da an der Schmiede, musst du mal gucken. Ja, das sieht aber ganz nett aus da oben. Ja, ich denke. Schade, ich hätte gerne gesehen, dass die da so richtig steht und dann am besten auch so Peitsche in der Hand oder sowas. Ja, war mir klar. Was soll denn das heißen? Ich brauche einen Knüppel. Ah, nee, ich lasse es gerade, das waren falsche Gedanken. So, das war so klar. Packen wir an das Rad, packen wir dann mal einen Geselle dran, ist ja auch nicht schlecht. Der macht ja auch schon seinen Dienst. Ja. So. Aber siehst du ja, ne? Ganz andere Kluft. Ja, also so. Die anderen sehen auf jeden Fall besser aus. Das steht fest. Auch. Ja. Hat schon was. Warum? Klausi! Ja, ich bin unterwegs. Gut. ZZ. So, Futter ist auch in Arbeit. Du, weißt du was? Komm, wir gehen schon mal zum Toreingang. Wir können da schon mal anfangen aufzuräumen, da ein bisschen unnützes Kram wegschnetzeln. So. Was brauchen wir denn eigentlich so jetzt? Bumble, Achso, okay. Ja, keine Ahnung, das, was uns über den Weg läuft. Alles, was gut ist. Alles, was nicht nied- und nagelfest darum steht. Genau. Ich wollte zum Beispiel noch ein paar Nahkämpfer. Naja, können wir doch. Alles, was man so schönes findet. Die mit dem Dreizack, die sind sehr interessant, ne? Also namhafte Leute auf jeden Fall und meine Stufe 1, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Außer die sehen mega schick aus. Genau. Und sind weiblich. Und so, so weiblich. Was ist denn man hier los in der Runde? Ja, die haben halt was. Das sieht gut aus. Ja, streite ich auch nicht ab. Hier drinne könnte man auch Räder einbauen, so an eine Ecke oder sowas. Ich denke mal, dann spawnen die trotzdem hier alle nach. Ich glaube, die wachen dann eher weniger. Ja, die wachen nicht, ne? Das stört ja auch nicht, wenn die nicht mehr wiederkommen. Ich gehe nach oben und kümmere mich um. Okay. So. Wenn ich da nicht wieder in der Mauer hängen bleibe. Ja, dann mache ich jetzt hier unten die Kämpfer weg. Obwohl ja die Kämpfer auch schon gut aussehen. Ja. Allgemein die ganzen Klamotten hier. So, du bist jetzt oben, hast du gesagt, ja? Da. Ja, ich habe die Bogenschützen. Cute. Warum bin ich denn eigentlich gerade so langsam? Achso, jetzt. Ach, keine Ausdauer. Nee, keine Ausdauer. Ja, man achtet ja auch nicht immer auf alles. So, dann haben wir hier den Sklaven mal. Ja. Wollen wir da gleich mit Knüppel reingehen oder erstmal... Erstmal gucken, was da so... Hier ist zum Beispiel... Kämpfer 1. Ja, hier den Schützen mache ich mal weg. Ja. Was haben wir hier? Noch ein Fighter, aber ein schönes Schild. Sah auch gut aus. Haben wir hier so, einen Sklaven, die Wellen. Hier zwei nicht. Fighter. Bitte mal, wir müssen erst einmal durchgehen. Das wieder was nachspawnt, was ist denn das hier noch? Ja, höher. Hier noch ein Zuchtmeister Geselle. Kann weg. Nicht. Hab ich noch 4 Stück in der Kiste. Okay. Entschuldigung. So, weg. Es gibt ja auch schöne Erfahrung. Hier oben sind zwei Kisten, kannst du ja mal reingucken. Na gut, das ist ja meistens eh nur... Ach nee. Ja, Glas halt, ne? Ja gut, ich nehme mal hier das Leder mit, das Verstärkte.
So, dann ist auch voll die epische Musik gerade. Echt? Ja. Ja, ich hör das leider nicht. Oder hast du extra Musik aufgespielt? Nö. Nö, nö. Das ist alles Ingame-Sound. Ja. Ja, dann habe ich das wahrscheinlich runtergespielt. Das kann sein, ja. Damit ich euch besser höre. So, was haben wir hier? Was ist das für einer? Das ist Fighter 1. Was siehst du, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns gegenseitig kaputt schnitt sehen. Ja, deswegen werde ich jetzt auch die kurze Axt nehmen. Ja. So, mal anlocken. So. Wo sind sie denn alle hier? So, Kämpfer. Alles noch einer. Der wollte gerade was sagen. Dann habe ich den Mund aufgeschnitten. Oh. Ja, große Klappe. Jo, was steht denn hier? Hier ist ein Fighter, den werde ich ja mal gleich weg. Doch, zwei? Nö, brauchen wir nicht. Wir werden gleich hier nochmal eine Runde durchgehen und dann, glaube ich, hoffe ich, dass da ein bessere nachgespawnt sind. Haben wir hier stehen? Kämpfer. Kämpfer. Kämpfer, ja. Wo ist denn jetzt hin? Da. Hier steht da, noch einer. Oh, hier. Moment. Was ist das? Was hast du da? Rüstungsmacher 3. Ja, können wir mitnehmen, oder? Ja. Wo ich schon zwei davon habe. Aber auch seine schön aussehende? Ja. Okay. Ja, aber können wir trotzdem mitnehmen. Das macht nichts. So, die Schlange weg. Mein Magen. Oh, hier? So, was hast du da gehabt? Das war ein Schmied 1. Okay. Also Rüstungsmacher, da braucht man ja eh nicht so viele von. Nee, soll ich dir mir gleich eine Leine legen? Oder ja, wollen wir noch? Musst du eigentlich. Okay. Weil die ja nicht so lange Haltbarkeit haben. Ja. Geh dann voraus und halt dir den Weg frei. Achso, wollen wir gleich zurückbringen, okay. Ja, sonst hätten wir noch gesagt, gucken wir noch, bevor, dass du noch einen mitnimmst. Ich sicher dir den Weg mit den Schlangen. Das ist immer gefährlich, weil wenn die Schlangen deinen Sklaven, dann ist er tot. Okay. Da vorne sehen wir den vor Sklaven, vor Sklaven, vor Sklaven. Warte, ich hol den Knüppel raus. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass auf dem Rückweg jetzt keine Nachrichten sind, wenn Klausi da so lang läuft. Also da war jetzt nichts gerade. Ich denke, der hat sie alle weggehauen. Nee, so schnell werden die wahrscheinlich auch nicht nachspawnen. Nee, wenn Klausi jetzt nachgekommen ist, nicht. Wenn du alleine hier reingehst, dann können schon welche da sein, ja. Okay. Da ist nämlich schon einer, siehst du? Ja. Oben Bogenschütze und ein Kämpfer. Okay, du lässt vor? Ich mach Weg frei. Okay. Dann gucke ich, ob ich. So. Du kannst durchrennen bis zum Sklavenrad. Alles klar, mache ich. Und ich kümmere mich mal hier um die Schützen. Weil die sind sowieso jetzt auf mich fixiert. Ja. Ich denke doch mal, dass die vorne am Tor. Die werden ja wohl nicht so schnell sein wie ich, oder? Nee. Wenn du durchlaufen kannst, Ja, mache ich es. Gut, dann warte ich am Tor auf dich. Wenn du... Ah, die schießen aber noch fleißig. Ich hoffe, die treffen mich jetzt nicht. Ja, du musst ein bisschen zickzack laufen, dann geht das. Auf jeden Fall ist er noch dran am Bändchen. So, packe ich auch gleich mal in das große Rad rein, ja? Vielleicht geht das ja sogar schneller damit. Was ich ein bisschen bezweifle, aber... Das größere Rad mit einem Zuchtmeister, da gehen die schneller. Okay, dann packe ich da auch gleich mal was rein. Fleisch. Futter rein. Ich pack mal Futter rein. Futter. Siehst du, der hat auch schon wieder 5 Glas Feuersteinpfeile dabei. Also es lohnt sich auch die. Okay. Die Kämpfer oder Bogenschützen mal ins Inventar reinzugucken. Mhm. So, Futter ist drinne. Oh. Klausi? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Hast du was? Hast du was gefunden? Ich habe mir einen Kämpfer 3 geholt, ja. Ui, cool. Hä? Was? Ist hier irgendwer durchs Tor gelaufen? Hier liegen Leichen? Nee, die sterben, wenn du da durchläufst und nichts machst. Okay. Sterben die. Dann sterben die? Hm?
Aha. Komischerweise. Das wusste ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ist hier irgendwer von euch durchgelaufen? Weil die liegen da alle so. Nee. So, ich bin wieder da. Ich stehe ja am zweiten Tor und ja, keine Ahnung. Da kommt Klausi. Da kommt Klausi. Auf ihn schießen! Wollten wir ihn nicht vergraben. Ja, das stimmt. Stellen wir den ein als. Hier, der kann fegen hier so viel Staub. Ja. Als Fegemeister. Erstmal richtig sauber. Fegemeister. Ah ja, hier ist schon wieder nach. Der sieht auch gut aus mit seinem Schild, ja? Ja, aber ist nur ein Einer. Ja, aber er sieht gut aus. So, hier vorne sind. Ah, das sieht aus wie. Aussehen alleine nützt hier nichts. Nee, leider nicht. Hier sind also, zwei Kämpfer. Hier. Keine sie, also bleibst du hier. So, weg. Upp. Alles weg. Also meinst du, die auch looten bringt auch manchmal was? Ja, ab und zu sind da halt interessante Sachen drin, wie Glas. Okay. Na dann ja. Muss ich mich mal dran gewöhnen. Feuersteinpfeile. Hier kann man auch schön Eisen farmen hier drin, ja? Ja, ohne Ende. Hier ist ja an jeder Ecke ist hier irgendwas. So, dann gucken wir mal. Da steht doch schon wieder einer mit einem Lederrock. Das ist ein Dreier, wenn nicht sogar ein höher. Man bräuchte ein Fernglas. Den nehmen wir doch mit. Der sieht gut aus. Schon mal einen Knüppel raus. Was ist das? Wenn ich hau mal so alle Mann. Dreier Schmelzer. Nehmen wir mit, oder? Ja, na klar. Der steht da so schön wehrlos rum. Ja, ich hab jetzt einfach mal den hier auch geknüppelt. Au. Oh. Help me. Ich knüppel die jetzt einfach nicht, dass ich die aus Versehen Schaden dazufüge den anderen. Ja, ich zieh schon mal durch. Können wir davon irgendwie mitnehmen? Warte mal, Fighter 1 und was war der andere? Fighter 1, na gut. Sonst hätte ich den jetzt einfach mitnehmen, damit was da ist, irgendwas. Hm. Da such dir mal ein sicheres Plätzchen, die Sonne geht unter, es wird gleich dunkel. Oder du kommst mit. Ich folge dir gerade, hinter dir ist eine Schlange. Ja. Und da vorne sind die auch schon wieder nachgespawnt. Da ist ja auch schon wieder Klausi. Achso. Ah. Läuft. Die Schlange kriege ich. Jetzt haut's ab. Na toll. So, mal kurz pumpen. Das haben sie cool gemacht mit den ganzen kleinen Häusern hier so. Ja, ich finde die Anlage sehr, sehr schön. Also da haben sie sich Mühe gegeben. Sehr, sehr cool gemacht, ja. Da ist einer! Wep, wep. Ach. Ein Schlängele. Ja. So, ist der Ausdauer weg? Ausdauer weg? Mhm. Quasi nicht da. Ja, aber die baut sich eigentlich relativ schnell auf, finde ich. Ja, das geht eigentlich. Ja. Ja. Ist mir immer noch zu wenig, aber ja. Ja. Das ist oh, schön. Guckt mal, da ist ein ganz seltener Stein, den müssen wir mitnehmen. Seltener Stein? Ja, der ist so braun. Da müssen wir aber beide ziehen. Okay. Da haben wir doch schon mal zwei schöne, gut gekleidete Menschen. Menschen jetzt ihre Runden drehen. Also ich und Klausi, wir rennen jetzt schon mal in der Stadt einmal rum. Jo. Wie gesagt, wenn ihr so halb links geht, vor dem, genau rechts gegangen. Ja, halb links vor dem zweiten Tor, da sind dann die Tänzer. Aber okay. Auch sehr viele Bogenschützen. Was haben wir hier? Fighter, ja? Alles Einser. Geh hier hinten nochmal hin. Wo ist denn hier hinten? Jetzt, wo bist du denn jetzt? Jetzt am ersten Tor und dann ist schon wieder nachgespawnt. Ich sehe dich. Ich seh dich gerade nicht mehr. Wo bist du denn? Ja, ich sehe dich ja gerade nicht mehr. Du warst ja gerade noch neben mir. Der ist dunkel. Könnte an der Dunkelheit liegen, ja. Ja. Ich sehe dich echt nicht mehr. Schon mal Kohle dabei. Auch nicht schlecht. Wollen wir nicht warm gehen? Ich bin gerade auf dem Rückweg. Warte mal. Was ist das dunkel hier? Ja, es wird aber schon wieder hell. Ja. Also die Nächte sind hier etwas kürzer. Echt? Ja. Mein Biorhythmus ist auch total durcheinander. Ach Mann, ey, ich hab seit 3 Tagen vergessen zu schlafen.
Das wir die 3 Tage was gemacht. Was war nochmal ein Tanner? Tanner ist, Dann Gerber, oder? Nee. Ja, doch, oder? Doch. Gerber. Tenori ist Gerber. Dann nehme ich den mit. Den können wir gut gebrauchen. Ja, wenn er Stufe 3 ist. Definitiv. Ja, gut. Definitiv, da bin ich mir fast sicher. Das ist ein 1 plus 2. 1 plus 2. Sag mal, hier ist ja alles leer. Wer ist denn hier lang gelaufen von euch? Ich bin gerade beim ersten Sklavenmarkt. Ich bin beim zweiten. Ah, du bist oben links, okay. Warte mal, ich warte noch kurz, bevor ich da reingehe, meine Ausdauer. Was hier noch stehen? Bei 1. So, was haben wir denn hier? Bogenschütze. Kämpfer 3. Der wehrt sich gar nicht. Na, das gleich mitnehmen. Nee. Bumble. Nein, ein Klausi. Was? 2 Leute waren hier nur drinne. Schwach. Ja? Oh, ich glaube, ich bin draußen. Wie draußen? Naja, hinter dem Sklavenmarkt ist ja der Ausgang nach. Ach so, ja. Draußen. Richtig. Kann ich wieder zurücklaufen. Wo kann ich noch gucken? Hier liegt eine Leiche. Hier ist irgendwer von euch. Der ist bewusstlos, Kämpfer 1. Hier liegt ein Bewusstloser. Leute, alles wegschmeißen. Hier liegt eine zerstückelte Leiche. Hier ist alles. Ah, hier waren Kämpfer 3 mit Schild. Scheiße. Das sagt man nicht. Schade, den hätte ich gern gehabt. Moment, spawnt nichts nach. Nee, ich merke das schon. Ist alles. Da hinten läuft irgendein NPC Richtung. Was? Sklavenrad. Achso. Auch ein Eimer. Ich bin jetzt quasi einmal um diese Oase hier drinnen rumgerannt. Oh, hier ist hier nix. Beim. Ja, vielleicht Sklavenhändler, Markt geben, dass wir wieder nachspawnen können. Ja. Jetzt nämlich an dem zweiten Sklavenmarkt. Da ist. Oh, Schlange. Ja, würde ich sagen, wir treffen uns mal an dem Sklavenrad. Am welchen? Treffen. Am unteren? Bei unseren, ja. Okay. Ich gucke mal, ob ich da wieder hinfinde. Ja, das ist sehr groß. Die Anlage ist schon krass. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn hier? Hilfe! Ja, in die Richtung muss ich laufen, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin wieder hier vorne, ich glaube, Klausi flitzt hier rum. Also ich bin ganz unten. Ich seh dich. Ich bin ganz unten. Ich bin nicht da. Halt links halten. Gut, ich habe die Richtung wieder angepeilt. Ja. Ich war ganz unten im Süden. Ja, ich habe dich gesehen, du wärst nicht verloren gegangen. Hinter dir. Das ist sehr beruhigend. Ja, ich nehme immer hier links die Felsspitze so als Orientierung. Okay. Felsspitze? Was ist denn für eine Fel? Links von dir. Achso, da bist du ja. Da hinter dem Gebäude ist die. Achso, die. Ja. Okay. Wie gesagt, hier so halb links, so wie ich stehe, da ist halt ein großer. Große Ansammlung von NPC. Wollen wir da mal hingehen? Gucken wir mal, ja. Ob welche da sind. Ich glaube, da war Klausi noch nicht. Wir hoffen es. Ich möchte ja mal gerne in die Oberstadt, weil da oben sind ja auch noch Gebäude, aber ich finde keinen Weg daran. So, auf jeden Fall, hier sind Leute. Hier hat sich gerade einer Okay, Rucke. Ein Kämpfer. Okay. Ach ja, hier steht einer. Und jetzt müssen wir nochmal links. Genau, da rennt einer lang mit einem Schild. Kämpfer Stufe 3 mit einem Schild. Mitnehmen? Willst du haben? Ja, ja, dann ja, mal ja. Nimm mal mit. Das ist fast dasselbe Schild wie von Seth, ja? Ja. Wollen wir den gleich zurückbringen, oder? Besser ist, weil der bleibt nicht lange liegen. Na gut, denn. Und wenn ich ihn alleine habe, willst du denn nochmal alleine gucken oder ist auch doof, ja? Nö, ich sichere dir den Rückweg. Okay.
Mensch, können wir nicht noch irgendwas schönes Namenhaftes finden? Ja, das wäre... Das wäre jetzt mal super, ja. Oh, ich habe mich gestern, habe ich mich so gefreut über die Sklaventreiberin mit Namen. Das glaube ich. Und sowas hat man denen nie in der Aufnahme drin, weißt du? Ja, ist halt... ist halt immer ärgerlich, sowas. Oh. Dann möchte man gern was zeigen und dann findet man nur... Naja, ist ja nicht schlecht. Aber diese Mittelklasse... Nee, wir haben ja auch, ne, jetzt schon 3 oder 4 Stufe 3, das ist ja auch schon nicht... Ja. Bausi ist schon wieder am Kloppen. Ist er das? Ja. Jo. Guten Tag. Guten Tag. Tü-tü-tü. Oh, das ist ja hier wie am Fließband arbeiten, rein, raus. Brutal. Leiche tot, plündern, Kohle, ja. Eisenstein. Mitnehmen, wird nichts verschwendet. Na, das gute alte Fleisch. Jetzt müssen wir auch 4 Leute drin haben, oder? Ja, Klausi hat ja auch schon welche reingepackt. Ja. Also ich habe jetzt 2 reingeschmissen. Ja, dann sind es 5. Bäh? Achso, da hast du den anderen reingepackt. Ich habe jetzt hier 3. Ich habe einen Rüstungsmacher, einen Kämpfer und einen Schmelzer, 3. In den großen habe ich jetzt alle reingeschmissen, weißt du? Ja, ich habe gleich in den ersten, wenn das. Achso, nö, ich habe jetzt extra mal, ich wollte das große mal testen, ob das auch alles schön funktioniert. Bitte, der hat zum Beispiel Kristalle dabei gehabt. Kristall, cool. Ja, 18 Kristalle. Das ist doch sehr schick. Ja. So, wieder da. Jo. Was ist denn, wenn wir hier direkt gleich links gehen? Also bevor wir da durch diese Brücke runter durchgehen. Gibt's da irgendwas Schönes? Da sind wir doch gerade hergekommen, oder? Nee, da war nicht. Müssen wir mal erkunden. Bei mir ist das, du bist aber hier der Erfahrene in diesem Dorf. Lass uns mal hier links nochmal gehen, wo wir den letzten abgeschleppt haben. Okay, kann natürlich sein, dass wir auch da rauskommen, dann an der Stelle, wo du gesagt hast. Weil ist ja auch ja die Richtung. Ja, wir waren denn gerade auch nicht weit reingegangen. Wir waren ja gleich am Rand, ja. Ja. Weil Klausi halt, stopp, mitnehmen gesagt hat. Genau. Da hinten rennt irgendwas. Das ist Klaus. Das ist, hinter ihnen rennt auch noch einer mit einem Schild. Ja. Und auch hinter dir auch, ne? Hinter dir auch. Nee, das ist ein... Au! Das ist vor Klausi. Ich halte mich da raus. Kann mal einer hier, vom Rücken aus angreifen? Wieso, kriegst du nicht kaputt? Ja, mit dem Schild, die können sehr gut blocken, ne? Ein Schlag in den Rücken, weg ist er. Hier vorne... glaube ich, die Tänzer. Aber da sind auch sehr viele Schlangen, die kommen von links, da müssen wir aufpassen. Ja, hinter dir ist gerade einer. Ja. Jo, Entschuldigung. Au. So, da hinten, wo das Feuer ist, oder was? Genau, siehst du da die Masse? Ja, die sehe ich. Ja. Wollen wir uns da versuchen, einzeln welche rauszupicken? Ja, warte mal. Was haben wir denn hier? Performer, Tänzer 2. Der kann weg. Und der andere auch. Die können beide Wir wollen nur noch schöne Menschen. Genau. So, was haben wir hier noch? Kämpfer. Aua. Bogenschütze. Der kann weg. Hier. Fenster 1 brauchen wir nicht. Ne, weg. So, was haben wir hier noch? Ich gehe mal auf die rechte Seite. Fighter, Tainer 2. Was? Hier steht sogar dran, das ist ein Gerber, ja? Ja. Aber ein 2er Gerber werden wir wohl nicht brauchen. Nein, wir haben 3er und... Genau. So. Oha, hier ist ein Drache. Was? Ja. Der ist auf der Rückseite, ist der. Achso, bist du rausgerannt, oder was? Ja, so halb am... Okay. So, guck mal, da vorne stehen noch ein paar Leutchen. Ja. Auch Schlangen, aufpassen. Ja. Guck mal nach den Leutchen, was das ist.
alles einer. Okay. Ah, ich weiß ja, wo ich später meine Menschenherzen alle herkriege. Da standen nur noch die Füße, hast du gesehen? Mhm. Was ja, haben wir denn hier Schönes? Oh, einer mit Kämpfer 3, Kämpfer 2 mit dem Speer. Ja, der Dreier ist der hier vorne. Der, und der mit dem Dreizack. Ja. Der macht doch auch gut Schaden, der Kleine. So. Ja, und da kannst du dir ja vorstellen, Stufe 3, was der für einen Schaden macht. Ja, ich habe jetzt nur noch ein knappes halbes Leben. Hast du denn Sachen dabei, Ambrosia? Nein. Ja. Habe ich nie dabei, sowas. Schlechte Vorbereitung. Wahrscheinlich. Warte mal. Guck mal, hier steht noch einer am Kämpfer 1. Kann okay. Ja, da ist wieder der Bogenschütze oben, da müssen wir aufpassen. Wo ist denn oben? Hier über mir. Komm mal gerade zu mir, ich leg dir mal was hin, damit du wenigstens ein bisschen. Okay, schmeiß hin. So. Yay, was haben wir denn da? Hallo, Ewe. Oh, ich hab gar keine Schuhe mehr. Auch nicht schlecht. So, da vorne ist ein Bogenschütze. Um die Ecke müssten auch noch Handwerker sein. So, was haben wir hier? Alles einer. Okay. Was haben wir da? Auch einer. Einer weg. So. Fighter 1, okay, die können auch alle beide weg. Bogenschütze 2. Ja. Hinter dir sind noch welche? Ja, okay. Jop. Okay, weg mit dem. Ja, alle richtig, was los hier in dem Dorf, wa? Ja. Wahnsinn, und hier rechts stehen Handwerker. So, dann hau ich den Bogenschütze hier nochmal in auf den oh, Kopf. Oh, hier ist, warte. Ja, das sieht gut aus. Schmelzer 3. Schmelzer 3. Wollen wir mitnehmen? Wunderbar, mitnehmen. Amora so. 1 und was haben wir hier noch? Blacksmith 1. Okay, dann nehmen wir den mit. Wie sieht denn der aus? Der hat eine schöne stylische Frisur. Ja, und der hat Strähnchen. Ja. Ey, der liegt im Feuer. Oi, oi, oi. Guck mal, seine Füße brennen. Na, der lässt mich nicht raus. So. Guck mal, da vorne steht noch einer. Ich hau den mal kurz weg. Den Griff. Ja, der macht nichts. Achso. Ich krieg ihn auch irgendwie nicht kaputt. Doch, jetzt. So, Schwert mal weg. Hier, die spawnen schon wieder nach hier, ne, wo die Tänzer waren. Okay. Vielleicht findet sie ja was. Na dann, ja, die rennen ja alle jetzt hinterher. Genau, treibt mal die Menge auseinander. Gut. Ja, die folgen ja noch alle schön fleißig. Immer noch? Ja, und die rennen noch ganz fleißig hinter dir. Das Problem ist, wenn sie jetzt locker lassen, dann rennen sie komplett wieder zurück die ganze Strecke und ignorieren mich. Ja. Aber es sah jetzt nicht so aus, als wenn da jetzt so besonders einer dabei wäre. Jedenfalls nicht von den Klamotten. Sag mal hier, Performer 1, okay. Ja, du hast ja die Dreier-Tänzerin, hast du ja gesehen. Die haben ja dann diese weißen Klamotten an. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Alter, kommt doch. Boah, das ist ja wie auf dem Bahnhof hier. Ja. Oh nein, keine Ausdauer. Was ist denn das für einer? Kämpfer 1. Er mal dran vorbeilaufen mit der Nebenschlange. Sehr schön. Oh, sehe gerade, wir sind schon bei einer halben Stunde. Oh wei. Oh ja. Zeit vergeht. Aber wirklich, wenn man einmal so mittendrin ist, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, renne ich einmal zurück, wenn ich irgendwann mal wieder Ausdauer hätte. Und dann haben wir ja doch ein bisschen was versklavt. Jo. Aber sehr gute Leute, ja. Das denke ich. Ihr könnt ja denn noch beide ein wenig weitermachen, wenn ihr wollt. Aber meine Zeit ist gekommen. Also jetzt nicht ja. Aber... Er will uns verlassen. Ja. Ja, die Pflicht ruft. Ja. Aber wir können ja ganz kurz nochmal in das Lauf... Es ist das Laufrad. In das Rad der Schmerzen reinschauen und den... Was wir alles so Schönes haben heute.
schon ergattert haben. Genau, wir haben einmal den Rüstungsmacher auf 3, den Schmelz auf 3, den Schmelz auf 3 und den Kämpfer auf 3. Na, das schafft. Das haut rein, ja. Ja, gutes Personal. Und dann habe ich ja auch noch welche. Ja, stimmt, du hast ja vorne ganz vorne noch welche reingepackt, ja? Ja. Du hast ein Kämpfer 3, ein Gerber 3 und ein Kämpfer 3. Cool. Was haben wir hier noch drin? Gar nichts. Was haben wir hier noch drin? Gar nichts. Was haben wir hier noch drin? Achso, da war ja hier Belly. Belly, die Brecherin. Ja. Und die würde ich gerne mal sehen, wie sie ausschaut. Ja. Also, Design mit Sicherheit auch dieses niederfarbene. Mhm. Ich werde mich mal hier drin auslungen. Mach das. Ja, weil ich keine Zeit mehr habe. Also das Dach hier, ja, das zuzukriegen richtig, ja, das ist eine Herausforderung, denke ich. Ja, das hier. Ja. Ja, aber ich... Lässt es offen. Lass es offen. Es regnet so selten, da habe ich mir gedacht, ich lasse es offen. Genau. das wäre auch nochmal toll, wenn das reinkommen würde. Kommt bestimmt noch. Irgendwie das denke ich. Mit den neuen Biomen. Ja. Da bin ich echt gespannt drauf. Juti, denn auch bei euch beiden bedanke ich mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Immer wieder gerne. Ah, auf jeden Fall. Und an die Zuschauer, macht's guti, bis zur nächsten Folge. Winke, winke. Tschüss.